Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute werde ich auf jeden Fall mal euch so ein bisschen Sachen erklären, die jetzt neu sind und so weiter. Ich würde sagen, gehe ich jetzt auf jeden Fall mal in eine Runde. It's black and white. Bin ich jetzt auch in der ersten Runde. Ihr habt auf jeden Fall auch schon mal in dem Titel gesehen, dass ich auf jeden Fall jetzt einen Community Teamspeak habe. Und es würde mich riesig freuen, wenn ihr alle mal darauf geht. Also auf den Community Discord, denn dort werdet ihr immer auf den Laufenden gehalten, USW. Und da verpasst ihr eigentlich nichts. Da werden auch immer so Ankündigungen kommen wie, ja, heute gibt's ein neues Video, morgen Stream und so weiter. Da können wir auch reden, alles können wir da machen. Schreiben im Chat und so weiter. Haben wir auch Bots und so weiter. Also alles ganz nice. Ihr könnt auf jeden Fall mal alle drauf joinen. Und so, und jetzt versuche ich auf jeden Fall mal hier diesen Kollegen hier zu kriegen. Das sollte ich aber eigentlich bekommen. Perfekt. Ui. Och, Kollege. Mir kommt so vor, dass man in letzter Zeit wieder mega gut reducen kann. Freut mich auf jeden Fall, dass Narok's Waste tatsächlich was dagegen gemacht hat. Nein, oh Gott, ja, da habe ich jetzt veraimt, egal. Ich habe ja jetzt wieder Schule und ich habe dann jetzt auch zurzeit einfach mega viel Fußball, einfach sau viel Training, mega viel Spiele. Es ist halt immer so ein bisschen stressig zurzeit, aber eigentlich kriege ich es ganz gut hin. Ja, wie gesagt, join auf jeden Fall mal auf Discord. Link dazu ist auf jeden Fall natürlich in der Videobeschreibung. Könnt ihr alle auf jeden Fall mal, wie gesagt, drauf joinen. Würde mich persönlich übelst freuen, denn dann werdet ihr halt, wie gesagt, immer auf dem Laufenden gehalten, wann die Streams kommen, USW. So. Perfekt. Außerdem für die Leute, die nicht wissen, was das für ein Pack ist, das ist das Client Mod V2. Link dazu ist natürlich auch wieder in der Videobeschreibung. Ich glaube, ich habe das mal in meinen letzten Videos oder immer vor etwas längerem mal angesprochen. Fragt nicht immer, was das für ein Pack ist oder so, denn das meiste ist in der Videobeschreibung verlinkt. Denn dazu gibt es ja auch eine Videobeschreibung und nicht, dass ihr dann immer in den Kommentaren nachfragen müsst. Nur, dass ihr Bescheid wisst, weil das ist halt immer ein bisschen nervig für den YouTuber, immer die Kommentare zu beantworten. Vielleicht haben das auch manche bemerkt, dass ich das auch nicht mehr mache, weil es mich einfach ein bisschen aufregt, dass es halt so manche von euch gibt, die einfach permanent fragen, wobei alles gut erklärt in der Videobeschreibung steht. Für die Leute, die jetzt halt dann neu sind, alles. Wach! So, deine Range ist doch komplett legit, ne? Wenn ihr wollt, dass es nochmal so YouTuber versus Zuschauer gibt, habe ich außerdem auch auf dem Discord gefragt. Viele meinten, ja, Digga, kannst du machen. Dann könnt ihr gerne auch nochmal jetzt in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich auch noch eine Abstimmung. Ob ihr einfach mal auf YouTuber versus Zuschauer Bock hättet. Denn ich weiß nicht, ob es manche von euch wissen. Ich promote ja zurzeit, also jetzt noch nicht, aber bald promote ich aktiv neontalks.net. Und da könnt ihr dann natürlich coole Ränge gewinnen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Bootykraft! Oh mein Gott, Jungs! GG, Digga! So, Jungs, wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst auf jeden Fall mal eine positive Wertung da. Schaut auf jeden Fall mal, wie gesagt, bei meinem Discord vorbei. Und schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr das cool fändet. YouTuber versus Zuschauer. Haut da rein. Ciao, ciao!